Was wäre passiert, wenn Lord Voldemort und Gellert Grindelwald Verbündete gewesen wären? Das und mehr jetzt in diesem Video. Stell dir mal bitte für einen Moment vor, was geschehen wäre, wenn zwei der mächtigsten dunklen Zauberer in der Geschichte, Lord Voldemort und auch Gellert Grindelwald, sich verbündet hätten. In dieser alternativen Realität hätten beide in ihrer Blütezeit der Macht und des Einflusses gestanden. Gemeinsam hätten sie eine gefährliche Allianz geschmiedet, die die Zaubererwelt in Angst und Schrecken versetzt hätte. Lasst uns eintauchen und uns vorstellen, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wenn diese beiden dunklen Mächte ihre Ziele vereint hätten. Beginnen wir mit der Vereinigung der dunklen Zauberer. In dieser alternativen Realität hätten Lord Voldemort und Gellert Grindelwald ihre Kräfte vereint, um eine mächtige und gefährliche Allianz zu bilden. Beide hätten ähnliche Ziele gehabt, die Errichtung einer Zaubererherrschaft über die Muggelwelt. Mit ihrer kombinierten Intelligenz und ihren Fähigkeiten wären sie zu einer unschlagbaren Kraft geworden. Ihre Anhänger wären zahlreich gewesen und hätten ihre dunklen Pläne unterstützt. Gemeinsam hätten sie ihre Ideologien und Ziele verschmolzen, indem sie ihre Vision einer überlegenen Zaubererherrschaft weiterentwickelten und ihre fanatischen Anhänger auf ihre Seite brachten. Die Verbündeten hätten eine intensive Suche nach weiteren Gefolgsleuten eingeleitet, um ihre Streitmacht zu vergrößern. Die Todesser von Voldemort und die Anhänger von Grindelwald würden eine gefährliche, fanatische Armee bilden, die bereit wäre, jeden Widerstand zu brechen. Machen wir weiter mit der Eroberung und der Unterwerfung. Voldemort und Grindelwald hätten eine umfassende Strategie entwickelt, um die Zaubererwelt und vielleicht sogar die Muggelwelt zu unterwerfen. Gemeinsam hätten sie die Kräfte der dunklen Magie verstärkt und ihre Anhänger zu einer fanatischen Armee geformt. Mit unerbittlicher Entschlossenheit wären sie vorgegangen, um ihre Ziele zu erreichen. Zuerst hätten sie die wichtigsten Zaubererinstitute und magischen Institutionen infiltriert und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Zaubereiministerium wäre das erste Ziel gewesen, um die gesamte magische Gemeinschaft unter ihre Herrschaft zu zwingen. Mit Hilfe ihrer gefährlichen Verbündeten hätten sie eine beispiellose Propagandamaschinerie aufgebaut, um die Bevölkerung zu manipulieren und die Angst zu verbreiten. Sie würden sich jeden, der sich ihnen widersetzt, als Verräter und Bedrohung für die magische Ordnung brandmarken. Doch nicht nur die Zaubererwelt wäre in Gefahr gewesen. Angesichts der stetig wachsenden Macht der Allianz hätten Voldemort und Grindelwald auch Pläne geschmiedet, um die Muggelwelt zu unterwerfen. Mit Hilfe der dunklen Magie hätten sie verheerende Angriffe durchgeführt, um Angst und Chaos zu verbreiten. Mit Voldemort als Meister der dunklen Zauberei und Grindelwald als Taktiker hätten ihre Armeen jeden Widerstand gnadenlos niedergeschlagen. Die Zaubererwelt wäre in Angst und Schrecken versetzt worden, da die beiden dunklen Zauberer ihre Macht gnadenlos ausgenutzt hätten, um ihre Gegner zu besiegen und zu unterwerfen. Ihre Eroberung hätte nicht nur auf physischer Ebene stattgefunden, sondern auch auf psychologischer. Die Zauberer und Muggel wären in einer Spirale der Verzweiflung gefangen gewesen, während die Allianz der dunklen Zauberer mit jeder Niederlage ihrer Gegner an Stärke gewonnen hätte. Die einzige Hoffnung wäre in einem entschlossenen Widerstand gewesen, der von vereinten Kräften von Zauberern, Muggeln und Wesen gleichermaßen getragen worden wäre. Es hätte Helden bedurft, die bereit wären, sich der überwältigenden Macht der dunklen Allianz entgegenzustellen, um die Freiheit und das Gleichgewicht in der Zaubererwelt zu bewahren. Der Kampf um die Freiheit und das Überleben wäre ein epischer und blutiger Konflikt gewesen. Es wäre ein Kampf um das Schicksal der Zaubererwelt und auch der Muggelwelt gewesen, bei dem die Zukunft von allen auf dem Spiel gestanden hätte. Die Welt wäre in einem beispiellosen Chaos versunken und die Menschen hätten eine Entscheidung treffen müssen: Unterwerfung oder Widerstand, Dunkelheit oder Hoffnung. Kommen wir zu dem Widerstand, der sich formiert hätte. Trotz der überwältigenden Macht der dunklen Allianz hätte es immer noch mutige Zauberer und Hexen gegeben, die sich dem Bösen entgegengestellt hätten. Der Orden des Phönix, geführt von Albus Dumbledore und anderen tapferen Zauberern, hätte sich zusammengeschlossen, um den Widerstand gegen die dunkle Allianz zu formen. Der Funke der Hoffnung hätte in den Herzen derjenigen gebrannt, die entschlossen waren, für die Freiheit zu kämpfen. Der Widerstand wäre nicht bereit gewesen, sich kampflos zu ergeben und wäre bereit gewesen, alles zu opfern, um die Tyrannei der dunklen Zauberer zu beenden. In Geheimtreffen und versteckten Orten hätten sie Pläne geschmiedet und ihre Kräfte gebündelt, um der dunklen Allianz die Stirn zu bieten. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt innerhalb des Widerstandes wäre unerschütterlich gewesen, da die Mitglieder sich durch ihre gemeinsame Entschlossenheit und den Glauben an eine bessere Zukunft vereint hätten.
Trotz der scheinbar aussichtslosen Situation hätten sie nicht aufgegeben. Der Widerstand wäre zu einem Symbol der Hoffnung für diejenigen geworden, die unter der Herrschaft der dunklen Zauberer gelitten hätten. Menschen aus allen möglichen Schichten der Gesellschaft hätten sich ihnen angeschlossen, einschließlich mutiger Muggel und magischer Wesen, die bereit wären, Seite an Seite zu kämpfen. Die Mitglieder des Ordens des Phönix hätten ihre individuellen Fähigkeiten und Talente eingebracht und sich auf die Stärken verlassen, um gegen die Allianz anzukommen. Sie hätten geheime Informationen beschafft, Widerstandszellen organisiert und ihre Taktiken trainiert, um den Feind zu schwächen und Überraschungsangriffe auszuführen. Trotz der Verluste und Rückschläge hätten sie sich niemals entmutigen lassen. Die Opfer, die sie gebracht hätten, wären ein Tribut an ihren unerschütterlichen Willen, die Zaubererwelt vor der Schreckensherrschaft zu retten. Der Widerstand hätte nicht nur gegen die physische Bedrohung gekämpft, sondern auch gegen die psychologische Kriegsführung der dunklen Zauberer, um die Bevölkerung vor Hoffnungslosigkeit zu bewahren. Ihre Entschlossenheit hätte viele andere inspiriert, die bis dahin zögerlich oder ängstlich gewesen wären, sich dem Widerstand anzuschließen. Die Bewegung hätte gegen die dunkle Allianz dem Momentum gewonnen und immer mehr Zauberer und Hexen hätten sich ihnen angeschlossen, um gemeinsam für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Der Widerstand wäre zu einem stetigen Dorn im Auge der dunklen Zauberer geworden. Die dunkle Allianz hätte immer wieder auf den Widerstand reagiert, doch jedes Mal würde dieser noch stärker zurückkommen. Die Mitglieder des Orden des Phönix hätten gewusst, dass ihr Kampf gefährlich wäre, aber sie wären bereit gewesen, diesen Weg zu beschreiten, um das Licht in der Zeit der Dunkelheit zu sehen. Kommen wir nun zum eigentlichen Kampf gegen das Böse. Die Schlachten zwischen der dunklen Allianz und dem Widerstand wären episch gewesen. Die Auseinandersetzungen wären heftig und verlustreich gewesen, da beide Seiten mit großer Entschlossenheit gekämpft hätten. In den düsteren Schatten der Nacht wären magische Explosionen aufgeflammt, während die dunklen Zauberer ihre schrecklichen Flüche und Zauber gegen den Widerstand entfesselt hätten. Voldemorts Avada Kedavra, der Todesfluch, und Grindelwalds mächtige Zauber würden den Himmel erleuchten, während der Widerstand alles in seiner Macht Stehende getan hätte, um diesen tödlichen Angriffen zu widerstehen. Die Kämpfer des Widerstands hätten ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten ausgereizt. Sie hätten die Grenzen ihrer Ausdauer, ihres Mutes und ihrer Entschlossenheit überschritten, um gegen das Böse zu kämpfen. Unter der Führung von Albus Dumbledore und anderen erfahrenen Zauberern wären sie zu einer eingeschworenen Gemeinschaft geworden, die sich aufeinander verlassen und gegenseitig unterstützen würde. Der finale Showdown wäre ein Moment der alles entscheidenden Wahrheit gewesen. Die Dunkle Allianz hätte ihre gesamte Macht mobilisiert, um den Widerstand zu vernichten, während der Widerstand bis zum Äußersten gekämpft hätte, um die Zaubererwelt von der Schreckensherrschaft zu befreien. Inmitten eines tobenden Schlachtfeldes hätten die mächtigsten Zauberer ihrer Zeit, Voldemort und Grindelwald, ihre dunkelsten Kräfte entfesselt. Ihre magischen Angriffe hätten die Umgebung erschüttert, während der Widerstand tapfer und verzweifelt gegen die überwältigende Dunkelheit angekämpft hätte. In diesem alles entscheidenden Moment hätten die Charaktere des Widerstands, bekannt oder auch unbekannt, heldenhaft ihr Leben riskiert. Einige hätten ihr Leben gelassen, um ihre Freunde und ihre Familie zu beschützen und die Zukunft zu sichern, die sie sich für die Zaubererwelt gewünscht hätten. Der finale Showdown wäre jedoch nicht nur von brutaler Gewalt geprägt, sondern auch von den wahren Werten des Widerstands: Mut, Freundschaft, Opferbereitschaft und auch Liebe. Die Menschen hätten erkannt, dass sie gemeinsam stark sind, dass sie die Dunkelheit überwinden können, wenn sie vereint und entschlossen handeln. Kommen wir nun zum Untergang der Dunklen Allianz. Schließlich hätten Voldemort und Grindelwald vielleicht das schicksalhafte Ergebnis ihrer Zusammenarbeit begriffen. Ihre verschiedenen Ansichten und ihre Suche nach absoluter Macht hätten sich gegeneinander gewandt und ihre Allianz hätte begonnen auseinanderzubrechen. In einem entscheidenden Moment hätte der Widerstand eine Lücke in den Reihen der dunklen Allianz erkannt und diese Chance genutzt, um einen letzten vernichtenden Angriff zu starten. Schließlich wäre die dunkle Allianz besiegt und das Böse bezwungen worden. Die Welt wäre von einer großen Last befreit und die Menschen hätten wieder Hoffnung geschöpft. Die Charaktere des Widerstands hätten ihre Kameraden und Gefallenen betrauert, aber auch das Gefühl von Stolz und Triumph empfunden. Sie hätten die Dunkelheit zurückgedrängt und die Zukunft der Zaubererwelt gerettet. Die Zaubererwelt würde die Geschichten der tapferen Helden des Widerstandes ehren und ihre Erinnerungen würden weiterleben.
Sie wären zu Legenden geworden, die für immer als Symbol des Kampfes gegen das Böse gelten würden. In dieser alternativen Realität hätte der Sieg des Widerstandes gezeigt, dass selbst in den dunkelsten Zeiten, wenn das Böse seine schlimmsten Gesichter zeigt, es immer eine Chance gibt, das Richtige zu tun und das Licht zu bewahren. Und so hätte die Zaubererwelt durch die Entschlossenheit und den Mut des Widerstands eine neue Ära des Friedens und der Harmonie begrüßt. Zeit für ein kleines Fazit. In dieser alternativen Vorstellung einer verbündeten dunklen Allianz zwischen Voldemort und Grindelwald wäre die Zaubererwelt in noch dunklere Zeiten gestürzt worden. Der Kampf zwischen Gut und Böse wäre noch heftiger gewesen und die Konsequenzen hätten katastrophal sein können. Glücklicherweise blieb dies nur eine Alternative. Ich habe mir das alles natürlich nur ausgedacht und möchte niemanden damit triggern. Falls du ein anderes Ende für diese beiden Zauberer im Kopf hast oder du mit etwas, was ich mir ausgedacht habe, nicht ganz zufrieden bist oder mit etwas nicht ganz übereinstimmst oder eine andere Meinung hast, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Aber bis dahin danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.